Spritzenplatz in Hamburg-Ottensen. Ein jugendgefährdender Ort, so der Senat. Hier treffen sich Hamburger Punks. Seit geraumer Zeit gibt es mit ihnen Ärger. Die Polizei spricht von Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand. Da sitzen sie nun, mit kurzen, wirren Haaren, in Farbschattierungen von rot bis schwarz. Hundekettchen baumeln, sie rauchen, trinken Bier, unterhalten sich. Ansonsten tun sie wenig. Ihr Alter so zwischen 16 und 22 Jahren. Von niemandem geliebt, von keinem so recht gemocht, sorgen die Müllkinder, die so gar nicht in eine bürgerliche Welt passen, für Aufregung. Ich habe selbst gesehen diese Tage, wie sie bei Penny die Kaugummi weggenommen haben. Die Leute da rumliegen am Fuß. Oder die Erdbeeren rausgegessen haben. Oder das, die Runzige, die da leer lag, hatten sie bis vorne schon abgegessen. Danke auch Bürger, ist doch kein Problem. Spaß. Ist doch kein Problem. Friedlich zusammenleben, ist doch alles. Also doch Spaß am Leben. Spaß am Leben, das ist doch für Punks, das ist doch der einzige Spaß am Leben, hier sich zu demonstrieren und sich voll auf. Wie wollt ihr das weiter verwerten? Wieso weiter verwirken? Ihr lebt ganz in der Gegenwart oder? Wir leben ganz in der Gegenwart. Wir leben für den Moment. Wir leben nicht für irgendwelche Scheißzukunft. Die meisten haben keinen Job oder einige gehen noch total gefrustet zur Schule. Aber meistens das Geld wird hier geschnorrt. Hier kann man echt ganz geil leben. Weißt du, was mich an der ganzen Sache stört? Ich bin hier in diesem Stadtteil aufgewachsen. Ja, ich auch. Ihr wollt ja die Welt verändern. Ihr wollt ja irgendwelche Ziele. Wir wollen gar nichts verändern. Danke. Hör doch mal zu. Ich bin in den 60er Jahren auch so alt gewesen wahrscheinlich wie ihr. Da kamen die Beatles auf. Ich trug lange Haare. Wir gingen in den Starclub, wir merkten, aber wir haben uns noch halbwegs normal benommen. Wir benehmen uns auch normal, ey. Nehmt doch nur mal, was macht ihr mit dem Stadtteil? Ihr saut da mit Müll, ihr schmeißt mit den Flaschen. Wir sauen überhaupt nicht rum, wir sammeln auch die Flaschen wieder ein, die wir ausgesoffen haben. Wir haben Müllsäcke, und da sammeln wir alles wieder ein. Wo denn? Durchgehen. Ja, wir haben einen riesen Müllsack. Weißt du, du bist bloß unzufrieden, weil du es früher nicht so hattest wie wir. Ich bin weiß Gott zufrieden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auch so wie ich würde jetzt nicht so rumblähen. Wieso denn die Blähen? Was stört dich denn da dran, dass du das so... Wollt ihr das denn so ändern, oder wie? Nee, wir ändern das vielleicht nicht. Deutschland hat gewonnen, Leute.